Die Verschuldung der Euro-Staaten steigt immer weiter an. Wie kann man da aus dem Teufelskreislauf, dass die Banken vorgeben, wie es lang geht, rauskommen? Das geht nur dann, wenn man beginnt, die Ausgaben der Staaten wieder zu senken. Das heißt, man wird sich überlegen müssen, ob man sich vieles von dem, was man in der Vergangenheit an liebgewonnener Verteilmaschinerie geleistet hat, ob man sich das auch in Zukunft noch leisten kann. Es werden bestimmte Dinge schlicht und einfach nicht mehr bezahlbar sein. Und wenn ich weiß, dass ich die Dinge nicht mehr bezahlen kann, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich schaffe die entsprechenden Ansprüche ab, oder ich gehe mich verschulden. Derzeit gehen die Politiker sich nach wie vor verschulden, weil sie nicht den Mut haben, den Leuten zu sagen, dass man sich an bestimmte Dinge nicht mehr leisten kann. Und da ist anzusetzen. Da wäre der politische Mut gefordert und dort könnte man, glaube ich, auch wirklich für die Zukunft der Staaten etwas bewirken, indem man wirklich radikal mit der Neuverschuldung herunterfährt und damit auch den Staat reformiert. In Österreich wäre der größte Einnahmeneffekt dann erzielbar, wenn man diese riesige, fette, immer fetter werdende Kröte Bürokratie endlich einmal reduzieren würde. Wir haben eine der teuersten Verwaltungsapparate überhaupt in ganz Europa. Diese Kröte sitzt auf dem Land drauf, erstickt alles, beherrscht alles. Am Schluss trägt immer der Bürger die Haftung, auch für das Versagen in der gesamten Verwaltung. Und sie wird immer größer. Der Verwaltungssektor wird immer größer und vor allem auch immer teurer. Und daher ist keine Reform des Staates, keine steuerliche Entlastung möglich, solange ich nicht den ganzen Verwaltungsapparat einmal endlich maßgeblich, und zwar entscheidend und spürbar reduziere. Letzte Frage zum Fall Zypern. Die EU wirft den Zyprioten vor, dass der zyprische Finanzsektor viel zu groß sei, unverhältnismäßig groß im Vergleich zur Realwirtschaft. Das ist aber in Luxemburg nicht anders. Wird hier mit zweierlei Maß gemessen? Oder? Ja, abgesehen davon, dass es nicht heißt, dass ich, wenn ich einen großen Finanzsektor habe, dass der Staat sich dann dauernd verschulden soll. Ich meine, wir haben das gleiche Problem in Zypern wie in Griechenland, dass beide Länder eigentlich 10, 15 Jahre lang Kredite bekommen haben, zu Konditionen, die sie in Wirklichkeit nie hätten bekommen dürfen. Sie haben verbilligtes Geld bekommen und haben sich daher flott weiter verschuldet. Das hat auch damit nichts zu tun, wie groß der Finanzsektor am eigenen, Wirtschaftssektor ist. Dann nach dieser Logik müsste ja Liechtenstein schon längst bankrott sein, weil Liechtenstein hat ja einen dominierenden Finanzsektor. Ist aber nicht der Fall, sondern der Finanzsektor in Liechtenstein trägt maßgeblich zum Bruttoinlandsprodukt bei, trägt maßgeblich zum Wohlstand dort bei. Und der Staat ist dennoch nicht pleite, und zwar schlicht und einfach deswegen nicht pleite, weil er sich nicht dauernd öffentlich verschuldet. Und da ist der Ansatzpunkt. Das heißt, in der Staatsverschuldung ist die Problematik zu suchen. Sich in den Banken auszuliefern, ist das Problem der Staaten. Und da hat man in der Vergangenheit den Griechen und den Zyprioten, aber auch den Portugiesen und den Italienern und allen anderen zugeschaut. Immer mit dem Hinweis, es wird uns schon niemand fallen lassen, weil wir sind ja im gleichen Währungsraum. Und jetzt kriegen wir die Rechnung für diese wirklich Bedenkenlosigkeit, die absolute Bedenkenlosigkeit und ich sage auch dazu Fahrlässigkeit, kriegen wir jetzt präsentiert.